Ein MBA an der Harvard Business School kostet ca. $250.000 inklusive der Lebenshaltungskosten. Warum dieses Studium es wert ist, was ein MBA ist und warum ich es trotzdem nicht tun würde, das erzähle ich dir im heutigen Video. Der MBA, Master of Business Administration, ist ein postgradualer Studiengang, der entwickelt worden ist, ursprünglich, um angehenden Chefärzten die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre beizubringen. Heutzutage studieren den MBA allerdings Leute verschiedenster Studienhintergründe, sei es Philosophen, Historiker, Mediziner, Ingenieure, Informatiker und natürlich auch Betriebswirte und Ökonomen. Heutzutage lernt man in Business Schools, die MBAs anbieten, auf der einen Seite fachlich die Betriebswirtschaftslehre, zum Beispiel durch Rechnungslegungs- oder Finanzwirtschaftsmodule. Auf der anderen Seite lernt man allerdings wichtige, übertragbare Kompetenzen, wie jetzt zum Beispiel Problemlösungskompetenzen, Präsentationskompetenzen oder andere Formen der Kommunikation. Im Endergebnis dient der MBA dazu, dich auf eine Führungskraft vorzubereiten, auf die Laufbahn der Führungskraft und damit eben auf Führungspositionen. Warum geben Leute $250.000 aus, um an der Harvard Business School ihren MBA zu machen? Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste Grund sind die Leute bzw. das Netzwerk, das die Harvard Business School hier bietet, und auf der anderen Seite das große Signaling-Potenzial. Beide Eigenschaften werde ich dir jetzt im Folgenden genau erläutern. Angefangen mit den Leuten und des Netzwerks gilt es zu sagen, dass die Leute, die an einer Top-Business School studieren, wie jetzt zum Beispiel in der Harvard Business School, dass diese enormes Führungspotenzial haben. Diese Leute haben schon gezeigt, dass sie das Potenzial zur Führungskraft haben, weil sie sehr schwierige Situationen überwunden haben. Irgendwelche Herausforderungen, die besonders schwerwiegend für diese Personen waren, angegangen sind und irgendwie durch ihre Führungspersönlichkeit überwunden haben. Und dementsprechend sind die Leute, mit denen du dich umgibst, sehr inspirierend. Gleichzeitig, und das ist der zweite wesentliche Grund in diesem Topf, ist, dass diese Leute eine gewisse Expertise schon aufgebaut haben und du diese dir zunutze machen kannst. Du kannst von diesen Leuten super viel lernen. So, und dann kommt noch ein dritter Aspekt dazu, und zwar das Netzwerk. Die ganzen Leute, mit denen du da zusammen studierst, haben das Potenzial, sich zu einer großartigen Führungspersönlichkeit irgendwann mal zu entwickeln oder sind schon auf dem Weg dabei. Und werden später einmal recht viel Erfolg haben. Das heißt, die Beziehungen, die du dort aufbaust während des MBAs, werden in 5 bis 10 Jahren unfassbar wertvoll sein. Gleichzeitig hast du ja auch noch das Alumni-Netzwerk, das heißt, die ganzen Leute, die schon 5 bis 10 Jahre raus sind aus der Business School, sind super, super offen, um dir zu helfen bei deinen Karriereplänen und später eben halt auch, um deine ganzen Ziele wahr werden zu lassen. Der zweite große Grund ist Signaling. Signaling heißt nichts anderes als, du warst jetzt an der Harvard Business School und deshalb glauben dir die Leute, dass du sehr kompetent bist. Durch diesen Stempel von dem MBA in deinem Lebenslauf wird dein insgesamtes Profil aufgewertet. Ganz unabhängig davon, was du da tatsächlich gelernt hast. Das liegt einfach daran, dass vieles in unserer Welt gewissen Informationsasymmetrien ausgeliefert ist. Wenn du jetzt zum Beispiel ein gebrauchtes Auto kaufst, dann weißt du ja nicht, wie gut der Verkäufer das Auto behandelt hat. Und so ist es auch auf dem Arbeitsmarkt. Dein Arbeitgeber, dein Zukünftiger weiß nicht, wie gut du tatsächlich bei deinem aktuellen Arbeitgeber oder bisherigen Arbeitgeber abgeliefert hast. Wie gut tatsächlich deine Präsentationskompetenzen sind. Da ist eine gewisse Informationsasymmetrie und Signaling ist eben eine Möglichkeit für Arbeitgeber, um diese Informationsasymmetrie so ein bisschen auszugleichen. Sie glauben Institutionen, wie jetzt zum Beispiel der Harvard Business School, dass diese ein super, super gutes Auswahlverfahren haben. Das heißt, nur sehr gute Leute kommen in die Harvard Business School überhaupt rein. Und deshalb, weil du eben diesen Stempel hast, weil du es geschafft hast, dort reinzukommen, glauben schon ganz viele Unternehmen, die eben halt sehr gute Leute suchen, dir, schon allein, weil du diesen Stempel im Lebenslauf hast, dass du ein sehr guter Kandidat bist. Und dieses Signaling ist unglaublich wertvoll für viele Dinge. Zum Beispiel, wenn du einen Karrierewechsel anstoßen möchtest. Wenn du bisher zum Beispiel im Controlling gearbeitet hast und du möchtest jetzt ins Investmentbanking oder ins Consulting oder du möchtest von einer recht fachlichen Position, zum Beispiel als Ingenieur, in eine Managementlaufbahn wechseln, ist das ungemein wertvoll. Zweite wesentliche
Vorteil vom Signaling ist, dass du deutlich mehr Gehalt dann erwarten kannst. Leute, die zum Beispiel an der Harvard Business School 3 Jahre später noch irgendwie im Arbeitsleben sind und noch nicht selber gegründet haben oder beispielsweise erstmal eine Pause machen. 3 Jahre nach dem MBA verdienen die Leute im Schnitt $200,000 pro Jahr. Und davor haben die im Schnitt ungefähr 100.000 Euro pro Jahr verdient. Das ist ein enormer Gehaltssprung, nur dafür, dass du eben an dieser Institution deinen Abschluss gemacht hast. Dritter wesentlicher Vorteil vom Signaling ist eben, dass du immer einen Vertrauensvorschuss hast. Wenn du diesen Stempel in deinem Lebenslauf hast, dann hast du eben, egal ob du jetzt intern wechselst oder extern wechselst, immer einen gewissen Vertrauensbonus und damit ist es eben auch, halt auch einfach aufzusteigen. Schließlich widmen wir uns noch der Frage, warum ich persönlich kein MBA machen würde. Das hat 4 Gründe. Erstens Opportunitätskosten, zweitens die Inhalte, drittens Party und viertens Ausland. Jeden dieser 4 Punkte werde ich dir jetzt im Genauen erläutern. Fangen wir mit den Opportunitätskosten an. Opportunitätskosten entsprechen dem, worauf du verzichtest, wenn du eine gewisse Sache machst. Also all die Dinge, zu denen du Nein sagst, das musst du für dich natürlich sehr persönlich entscheiden, was das für dich bedeutet. Für mich ist das insbesondere Zeit und eben die Möglichkeit, meine beruflichen Fertigkeiten noch weiter auszubilden bzw. eigenen Projekten hinterherzugehen. Wenn du jetzt Vollzeit ein MBA machst, kannst du nämlich nicht arbeiten, du darfst nicht arbeiten, außer jetzt mal in den Semesterferien, aber trotzdem, ne? Und du verzichtest zum Beispiel auf 2 Jahre Gehalt. Diese 2 Jahresgehälter, worauf du verzichtest, das sind eben Opportunitätskosten. Und so werden aus den $250,000, die du da investieren musst, inklusive Lebenshaltungskosten für ein MBA, gleich mal deutlich mehr, weil 2 Jahresgehälter sind schon nochmal ordentlich mehr Geld. Zweiter Grund, Inhalte. In meiner Arbeit werde ich so ziemlich genau dasselbe machen, was ich eben halt in einem MBA lernen würde. Fallstudien lösen, Probleme lösen. Nur, dass das, was ich in meiner Arbeit tatsächlich mache, tatsächlichen Mehrwert für die Leute bringt, für die ich eben arbeite. Und dementsprechend macht mir das persönlich einfach mehr Spaß. Das heißt, die Sachen, die ich dort jetzt lerne, sagen wir jetzt mal 50-60%, das ist quasi das Gleiche, was ich auch im Beruf lernen würde, nur dass ich halt dafür Geld bezahlen muss und tatsächlich weniger Sinn darin sehe, weil es eben Fallstudien sind, die halt jetzt nicht wirklich direkten Einfluss auf mein Umfeld haben. Thema Party als drittes. Ich mache gerne Party, ich gehe auch gerne mal auf ein Festival, aber der MBA ist eine richtige Gaudi. Da kannst du gefühlt jeden Tag irgendwie Party machen, jedes Wochenende 2-3 Mal mit deinen Freunden, die du dort kennenlernst, irgendwas machen. Muss ich leider zugeben, dass ich jetzt nicht so ein sozialer Mensch bin und da wirklich nicht so viel Mehrwert darin sehe, jeden Tag irgendwie Spaß zu haben. Das ist nicht so mein Ding. Ich sehe meine Freude vor allem in langfristiger Lebensfreude und dementsprechend ist der MBA da nicht das optimale Format. Und als viertes Thema Ausland. Man muss nun mal auch ins Ausland umziehen, je nachdem, wo man den MBA macht. In Deutschland sind die meisten MBA-Programme tatsächlich nicht so, ja, die lohnen halt nicht so, die sind schon okay, aber Signaling ist nicht so gut, Netzwerk ist nicht so gut, ne? Lohnt sich einfach jetzt nicht so sehr, ein MBA in Deutschland zu machen. Das heißt, du musst eigentlich ins Ausland ziehen, idealerweise in die Top-Business-Schools in den USA oder in den Top-Business-Schools in Europa, zum Beispiel in London. Und dementsprechend musst du da auch hinziehen. Für mich heißt das, ich muss das irgendwie mit meiner Beziehung vereinbaren und tatsächlich bin ich aktuell nicht bereit, meine Beziehung für dieses Unternehmen, für dieses Unterfangen irgendwie mehr zu belasten. So viel zum Thema MBA, warum man das macht, warum ich persönlich das nicht mache. Schau doch hier in dieses Video rein, hier erzähle ich dir, warum ich an der Universität Mannheim meinen Bachelor in BWL gemacht habe. Vielleicht ist das auch für dich ganz interessant anzuhören.